Einen wunderschönen guten Morgen von Tag 5 hier aus Portimão. Schaut euch mal dieses Wetter an. Herrlich. Heute Morgen merkt man auch mal erst, was für einen Sonnenbrand wir eigentlich haben. Also auch die anderen schauen nicht besser aus. Gestern die Sonne war schon brutal stark und gerade bei der MotoGP, wo wir dort auch während den Pausen die ganze Zeit in der Sonne gesessen sind. Ja, keiner von uns hat natürlich Sonnencreme mitgebracht, weil keiner hat damit gerechnet so. Genau, aber jetzt gehen wir erstmal zum Frühstücken und der Sonnenbrand ist jetzt nicht allzu schlimm. Ich hoffe nur, dass das unterm Lederkombi einigermaßen in Ordnung ist. Auch, ich weiß nicht, kann ich mal schauen, ob man das bei meiner Nase sieht. Boah, ja, okay, das schaut vielleicht ein bisschen schlimmer aus, als es eigentlich ist, aber ich habe auch hier einen Hut gehabt, dann eine Brille und ab hier komplett Sonnenbrand. Hier an den Armen. Ja, die anderen schauen wirklich noch viel schlimmer aus. Also ich hatte dann die Banyaya-Flagge hatte ich ja an. Die hier, genau. Und dann ging es einigermaßen. Aber naja, so, genug beschwert. Jetzt geht's erstmal zum Frühstück. Angekommen beim Frühstück und richtig, richtig geile Auswahl. Die machen hier Pancakes, Rührei, dann hier Obst. Auch noch andere Sachen, Orangensaft, ein bisschen deftigere Sachen, die Salami, Käse, Schinken, Butter. Hier ist so eine Toastmaschine. Ich war ja hier schon mal als Kind, die Toastmaschine ist der King, sage ich euch. So, und hier noch ganz viel Brot. Also richtig, richtig cooles Frühstück, richtig geiles Buffet. Und wir werden uns jetzt auch hier dann da raussetzen und frühstücken. Richtig nice. Wir tanken jetzt hier kurz unser Leihauto. Der Besitzer vom Laden ist auch hier. Hola. Schau mal. So ein Feini. Hallo. Der greift mich bestimmt gleich an. Hey. Kannst du unser Leihauto tanken? Machst du guten Preis? Okay. Ciao. Wir sind jetzt hier im Hafenviertel von Lagos und gehen jetzt hier rüber und werden ein Eis essen. Können wir uns mal ein paar Boote anschauen. Hier ist schon so ein Katamaran. Da vorne werden oder hier auch bei den ganzen Städten werden so Touren verkauft, wo du auch Delfine und sowas anschauen kannst. Genau, aber wir gehen jetzt hier auf die andere Seite und holen uns ein Eis. So, jetzt haben wir uns erstmal hier ein Eis geholt. Ice Cream with a View. Oh nein, es tropft schon. Einen wunderschönen guten Abend hier vom Hotel. Wir haben jetzt ewig lang auf die Nachricht gewartet, dass der LKW rein darf in die Strecke. Er darf aber immer noch nicht rein, weil die MotoGP-Trucks immer noch drin sind. Wir haben jetzt mittlerweile 19 Uhr. Stimmt gar nicht, wir haben mittlerweile schon 8 Uhr. Also kurz vor 8. Wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir was essen gehen und wahrscheinlich dann erst morgen in die Box können. Das heißt, es wird morgen auch ein richtig stressiger Tag mit dem ersten Turn und wir müssen alles noch aufbauen und allem drum und dran. Das heißt, wir müssen auch wahrscheinlich wieder früher aufstehen. Jetzt schauen wir mal, wir gehen jetzt auf jeden Fall noch was essen. Wir haben heute eigentlich den ganzen Tag nichts gemacht. Einen ganz entspannten, ein bisschen am Pool gesessen, genau, ein bisschen geratscht. Die anderen haben, wir waren ja genau vorher noch am Hafen. Die einen haben ein bisschen Training gemacht. Genau, die einen haben ein bisschen geschlafen. Ist auch ganz gut, weil wir sind ja den einen Tag davor relativ früh aufgestanden. Genau, jetzt gibt es auf jeden Fall was essen und dann schauen wir mal, ob wir die Nachricht von unserem LKW-Fahrer bekommen, wann es dann losgeht oder wann wir rein können in die Strecke. Genau. Den MotoGP-Truck. Oh mein Gott, da sind die Safety Cars schon. Okay, okay. Oh, ein paar Bikes sogar. Das sind die ganzen BW-Bikes, oder? Nee, das sind Roller. Das sind Roller. Junge. Honda ist noch hier. RC-Racing, Junge, einfach den Truck von denen. Da hat sie mal gestern versteckt. Oh, da sind die Maschinen und so. Wir kennen die MotoGP-Dinger. Ab hier?
geil. Guck, film mal, bring den. Naja. Jetzt weiß ich auch, was sie hier mit Busy meinen. Ach du Scheiße. Ja, aber das war geil, das so zu sehen. Naja. Ist das alles aus Holz oder was? Ja. Junge! Die bauen das einfach nur so auf. Ja, die sind morgen nie fertig. Nee. Schau mal hin. Die arbeiten, die müssen die ganze Nacht doch arbeiten. Ganze LKWs, die noch da sind. Da ist Bike Ben, hast du schon? Mit Benno ist davon. So, Tobi und ich, wir sind jetzt nach dem Essen noch zur Rennstrecke gefahren, weil wir laden schon mal aus, wir haben da morgen gar keinen Bock drauf, wir machen das jetzt heute Abend noch. MotoGP, wie ihr gesehen habt, draußen ist noch voll was los, also wirklich brutal, die bauen echt noch ab. Und hier oben hängen auch einfach noch die Teamschilder dran und wir sind einfach im Honda Team Asia Moto 2 in der Box von denen. Das ist ja richtig, richtig cool, wirklich. Da vorne ist die Ausfahrt, hier das große Stadion, das zeige ich euch morgen nochmal. Da können wir mal kurz durchgehen, hier Mandalika. Forward Team, Moto2, Italtrans Racing Team, Speed Up, Gresini. Oh, ich muss mal kurz vorschauen, vielleicht finde ich die Box von Pecco. Also so sieht es hier aus, nachdem die MotoGP Teams raus sind, brutal dreckig. Aber hier war einfach Marco Bezzecchi, da drüben Luca Marini. Schauen wir mal, vielleicht können wir noch irgendwann ein Autogramm ergattern. Ey, das schaut brutal dreckig aus. Echt schade, dass die es eigentlich so hinterlassen. Aber ja, ich denke mal, das wird jetzt in allen anderen Boxen auch so sein. Hier ist das erste Bike rein, hier das zweite wahrscheinlich. Auch hier das von Bezzecchi, Marini. Hier haben wir Alex Marquez, die Box. Dann Fabio Di Giantonio. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal bis vorne durch. Oh mein Gott, Francesco Bagnaia. Da muss ich gleich ein Foto davon machen. Einfach die Box von Bagnaia. Vielleicht können wir hier noch irgendwie Ducati Corso Fanartikel abstauben. Ne, Spaß. Wahrscheinlich sind die auch noch gar nicht richtig fertig. Was liegt denn hier alles rum? Irgend so eine Ducati-Jacke noch abstauben. Ne, Spaß. So, hier haben wir Jorge Martin, der sich ja leider den Fuß gebrochen hat. Da hinten ist bestimmt noch der Teppich von ihm, schau. Hier haben wir Juan Zacco. Dann Jack Miller und Brad Binder, da hat KTM die Box zugemacht. Hier sieht man aber auf jeden Fall auch noch von KTM den Sticker am Boden. Hm? Das kann auch sein. Also hier Brad Binder. Dann als nächstes GasGas Factory Team. Paul Espargaro. Augusto Fernandes. Der übrigens bei uns im Hotel war, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Augusto Fernandes war einfach bei unserem Hotel. Ich habe heute kurz mit ihm im Fahrstuhl gesprochen. Auch richtig, richtig cooler Dude. Also hier haben wir noch Aleix Espargaró, Maverick Vinales, Raul Fernandez ist hier mit dem RNF-Team, Miguel Oliveira. Da ist die Box von Marc Marquez. Auch richtig cool. Aber es schaut in jeder Box voll dreckig aus. Ich glaube, die haben alle halt einfach schnell zusammengeräumt. Also hier haben wir noch Joe Mir, dann noch Taka Nakagami, Alex Rins und ganz hinten noch, ganz als erstes, Fabio Quartararo und Franco Morbidelli. Richtig, richtig cool. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch ein Bild vorne bei Pecco. Das ist ganz wichtig. Oh, fuck. Ach du Scheiße, ich weiß nicht, ob wir da unbedingt durchfahren sollen. So viel Müll. Der ist cool. Den schauen wir uns kurz an. Vielleicht pennt der da dran. Nee, der ist im Krankenhaus. Im Krankenhaus, ich hab vergaß. Einfach hier noch kurz der Truck von Miguel Oliveira. Wahrscheinlich der LKW-Fahrer oder so gerade am Schlafen. Safe. Aber nur kurz, dass man ihn nochmal gesehen hat. Richtig, richtig, weil ich muss echt aufpassen, wo ich hinfahre schon. Hey, da ist die Rennstrecke. Oha, können wir auch noch kurz einen Blick drauf werfen? Kann man sehen von hier? Ja, so ein bisschen, ne? Ah, ist ja schon dunkel, ne? Aber es wird gar nicht so krass, wie es da runtergeht, ne? Ja, im Fernsehen ist ja gefühlt. Im Fernsehen ist heftig. Wir müssen eine Schlucht runterfahren. So, morgen. Aber die Tribüne auch richtig schön, ne? Vor allem richtig groß auch. Ja. So, die sind wahrscheinlich auch schon für morgen da, für Bike Promotion. Ja. Deutsches Kennzeichen. Deutsches Kennzeichen. Ziemlich sicher. So, jetzt fahren wir nochmal die zweite Reihe. Ich glaube, da ist nicht so viel, da ist auch schon was aufgebaut vom
bei Promo oder für die Veranstaltung jetzt dann danach? Ich hätte unser Track. Da nochmal Mark VDS, den haben wir gleich vorher nicht drauf gehabt, oder? Ja, Mark VDS. Ja. Auch das Rot ist eigentlich echt nice, gell? Ja. Die haben echt schöne Trucks auch. Das ist ja so insane, das Gebäude hier, was sie da aufgebaut haben. Zieh dir das mal rein. Ey, alles aus Holz, beleuchtet. Brutal. Wird hundertprozentig so eine VIP-Lounge oder so gewesen sein, oder? Ziemlich sicher. Broadcast-Set. Da kann man nochmal die M-Fahrzeuge sehen. Du kannst zoomen, ja. Ja. Vielleicht M2 Safety Cars. Haben wir das auch nochmal gesehen. So, jetzt glaube ich hier nichts raus, ja. Dann schauen wir uns noch ganz kurz die Trucks an, die vorne stehen. Schauen wir noch kurz, hier haben wir nochmal zwei HRC Honda Trucks. Wobei, ich glaube, das waren die gerade drin waren, oder? Ja, ich glaube auch, ja. Die haben wir, glaube ich, schon gesehen gehabt. DHL. Müssten ja eigentlich Ducati-Trucks sein, oder? Wobei? Fraglich, ne? Das sind einfach nur... Oh, Ducati-Cristina! Ah, der sieht aber sehr cool aus. Der hat ja auch dieselbe Farbe wie die Bikes, oder? Ja. Ziemlich geil. Ich weiß nicht, ob das jetzt im Dunkeln gut rüberkommt. Aber ich glaube nicht, es sieht eher so ein bisschen silbern aus, zumindest auf dem Bildschirm. Warte mal, ich drehe gleich eben mal an. Ich drehe mal hier um. Was haben wir hier nochmal? HRC? Yamaha? Yamaha. Oh, da müssen wir gehen. Oh, Altrans, auch cool. Warte mal, ich packe mal so, dass wir es vielleicht mit unserem Auto hier noch ein bisschen beleuchten können. Also hier Altrans. Gefährlich. Hat es super gebracht. Gas. Mhm. Moto 3. Okay. Das ist auch noch Altrans, glaube ich. Altrans. Nee, HLC auch. Nee, HLC, Entschuldigung. Yamaha. Ja. Oh, boah, Yamaha sieht man überhaupt nicht. Warte mal. Kriegen wir schon. Perfekt. Ein bisschen sieht man es, ja. Ich versuche es ein bisschen zu bearbeiten. Okay, aber jetzt hier nochmal das Grissini. Oh ja, hier sieht man es gleich schon wieder besser mit der Farbe. Ja. Auch sehr hübscher Truck, also wirklich, sieht auch sehr, sehr nice aus. Ich finde auch die Farbe ist einfach... Ja. Da nochmal die Tiefe, wie hoch die auch ist. Ja. Ja, morgen fahren wir auf jeden Fall selber hier. Richtig cool, freue mich mega. Ja, für die MotoGP-Jungs geht es jetzt nach Argentinien. So, für uns geht es jetzt hier von Autodrome International Algarve ab ins Hotel. Hotel Villa Galé in Lagos. Also, wir sehen uns morgen. Gute Nacht.